Ich habe Leo Josephus von der LPD Steiermark in der Leitung. Sie sind direkt vor Ort. Was können Sie uns denn über den Unfall sagen? Wer war beteiligt und wo genau ist es zu diesem tragischen Unfall gekommen? Also derzeit ist bekannt, dass kurz vor 12 Uhr auf der B54 im Gemeindebiet von Kaindorf bei Hartberg ein PKW in Schleudern geraten ist, aus bisher ungeklärter Ursache. Dieser PKW ist seitlich schlitternd gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, auch in den PKW geprallt. Wer war an diesem Unfall beteiligt? Das ist noch Gegenstand von Erhebungen. Beide Kennzeichen waren einheimisch, aber eben kein nationales noch zu den Personen bekannt. Auf jeden Fall war es leider so, dass nach dem Unfall eben der zuvor schleudernde PKW in Brand geraten ist und leider sind im Fahrzeug drei Personen verbrannt. Wie sind denn die Rettungsmaßnahmen verlaufen und wie geht es den verletzten Personen? Also im zweiten Fahrzeug hat sich ein Paar befunden. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz verbracht, schwer verletzt, und seine Begleiterin und Beifahrerin in dem Fall vom Rettungsdienst in das LKH nach Hartberg. Es hat noch Löschversuche gegeben. Nachbarn sind zur Unfallstelle geeilt, auch ein Unfallbeteiligter, also ein nicht am Unfall beteiligter Fahrzeuglenker hat auch versucht, mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, aber es war leider erfolglos. Gibt es schon Vermutungen, kann man schon Vermutungen aufstellen, wie es zu diesem Unfall gekommen sein könnte? Derzeit schaut es so aus, dass eben mehrere Polizeistreifen hier vor Ort sind. Soeben wird eine Fotogrammetrie gemacht, das heißt, die Unfallstelle wird vermessen. Die Witterung war unmittelbar, beim Unfall hat es nicht geregnet. Und die Erhebungen sind erst am Anfang.